Hallo zusammen, hier ist euer Skip und willkommen zum ultimativen Reichweiten-Duell zwischen einem Marksman Stufe 9 und einem Stormcaller. Den habe ich auch auf Stufe 9 gepackt, einfach damit wir ausgeglichene Verhältnisse haben. Das Level hat bei einem Stormcaller eigentlich keinen Einfluss auf die Reichweite. Der Marksman hat ein Lasersight, das Elite-Marksman die Zusatzreichweite, die Reichweite aus dem Command Center. Wir haben den Marksman-Spezialisten mit 30 Reichweite und den Range-Spezialisten. Somit kommt der Marksman total auf 344 Meter. Der Stormcaller hat auch das Lasersight drauf mit der Zusatzreichweite, die generelle Reichweite. Wir haben auch die Reichweite aus dem Command Center und den Stormcaller-Spezialisten mit 40 Reichweite und den Range-Spezialisten. Hier haben wir dann quasi 322 Meter. Beide stehen jetzt auf dem Mittelpunkt zwischen den Türmen quasi. Wir starten jetzt einfach mal das Duell und schauen uns an, wer hier gewinnt. Der Sniper schießt natürlich zuerst. Die Stormcaller müssen ein klein wenig vorfahren. Trotzdem können drei Stormcaller schießen. Und durch die Verzögerung, die wir hier haben, schafft der Marksman es nicht, die Stormcaller rauszuklären. Jetzt ist natürlich eine kleine Unschärfe drin, die müssen wir jetzt noch beheben. Wir drücken wieder die Zusatzreichweite und hier sieht man schon, der Marksman kann sofort schießen, aber die Stormcaller sind auch ein klein wenig drin quasi. Also er hat eigentlich noch ein bisschen Reichweite, die er haben könnte. Wir machen hier die Reichweite rein und setzen auch hier die Stormcaller einfach noch ein Feld zurück. Jetzt ist es so, dass die quasi am Rand von der Reichweite des Marksman stehen und dann schauen wir mal, ob das ausreicht, dass der Marksman vielleicht doch den Sieg einfährt. Jetzt müssen die Stormcaller schon viel weiter vorfahren. Also, ausgeglichenes Duell im Grunde, ja. Der Marksman cleart natürlich die Stormcaller vorher ab, aber es sind dann trotzdem schon zwei Schüsse von den Stormcallern unterwegs und somit haben wir ein ausgeglichenes Duell. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ein Abo da lasst, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und bis bald, euer Skip. Ciao, ciao.